Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Leute, es ist fucking nochmal soweit. Alle drei Nesca Cars, also der Toyota, der Mustang und der Chevrolet, kamen alle drei in den Rocket League Item Shop heute um 18 Uhr. Ich baller euch hier so schnell es geht ins Video raus. Ich habe gerade ganz entspannt meine Suppe genossen und ich würde erstmal sagen, Leute, lasst super, super, super gerne ein Abo da, wenn ihr das Ganze hier unterstützt, wenn ihr meine Mühe seht und das Ganze hier unterstützen wollt. Leute, ich würde mich super, super doll über ein Abo freuen. Lasst auch gerne dem Video einen Daumen nach oben da und teilt das Video auch mit euren Freunden. Und jetzt geht's richtig los mit dem Video. Let's go! So, Leute, viele von euch fragen euch sich jetzt wahrscheinlich, yo, soll ich mir dieses Nesca Fanpack für 2000 Credits im Itemshop kaufen? 2000 Credits erstmal ein sehr, sehr großer Preis. Erstmal, ich würde auf gar keinen Fall, also ich würde auf gar keinen Fall jetzt irgendwie zum Rewe oder so fahren und euch da eine PaySafe-Card holen, um dann für 20 Euro hier Credits aufzuladen. Ich würde den erstmal nur kaufen, wenn ihr wirklich diese 2000 Credits habt, die ihr euch irgendwie durch Traden oder so erspäht habt. Also wenn ihr wirklich diese 2000 Credits habt. Niemals irgendwie extra Geld dafür ausgeben, um diese, außer natürlich, ihr feiert Nesca, die ganze Serie, diese ganzen Race-Dinger. Außer ihr feiert die, dann würde ich sie mir kaufen. Auch allgemein noch, es kommen meiner Meinung nach, das Formel 1-Event ist meiner Meinung nach ein bisschen höher als das Nesca-Event, weil ich denke, das Formel 1-Wagen wird genauso wie der Lambo auch 2000 Credits wieder kosten. Der Vorteil hierbei ist, dass du nicht nur ein Auto bekommst, sondern halt den Toyota, den Chevrolet Camaro und den Ford Mustang, alle drei Autos in einem Bundle. Das heißt, du bekommst für 2000 Credits schon mal drei Autos, was sehr, sehr viel krasser ist als jetzt zum Beispiel schon mal beim Lambo, wo du dann wirklich 2000 Credits für ein Auto, zwei Räder und ein paar Lackierungen und ein paar Antennen ausgegeben hast. Das ist jetzt hier anders. Hier bekommst du wirklich drei Autos mit sehr, sehr vielen Lackierungen, sehr, sehr viel geilen Lackierungen. Hier meiner Meinung nach hier zum Beispiel der hier für den Chevrolet, das finde ich sehr, sehr geil. Aber auch jetzt zum Beispiel meine Lieblingslackierung ist hier für den Ford Mustang diese hier. Die spiele ich auch selber gerade sehr aktiv. Allgemein, was spielerisch angeht, finde ich die sehr, sehr geil. Das hat ja genau die gleiche Hitbox wie der Dominus und somit auch sehr, sehr einfach. Zum Beispiel auch zum Freestyle oder so. Ich bin natürlich kein Pro-Player. Aber was ich bis jetzt einmal gespielt habe, den Chevrolet und den Toyota, habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Aber ich denke mal, dadurch, dass die vom Aufbau relativ ähnlich sind und alle die gleiche Hitbox haben, werden die sich relativ gleich spielen. Also vom Spielerischen her fand ich es sehr, sehr gut, weil die waren sehr, sehr flach und man hatte einen sehr, sehr guten Überblick über das ganze Feld. Und somit war das sehr, sehr cool. Ich fand es wirklich gut. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr es auf jeden Fall mal ausprobiert. Sonst war es immer mein Fennec, mein Lieblingsauto, weil der auch die gleiche Hitbox wie ein Octane hatte. Aber dieses Mal muss ich wirklich sagen, ich war echt überzeugt von dem. Ich bin aber auch allgemein Dominus, habe ich nie gespielt, aber wirklich, als ich jetzt hier diesen Ford Mustang gespielt habe, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Allgemein, die Räder kriegt ihr natürlich auch in den 2000 Credits dazu und sonst halt sehr, sehr viele Lackierungen. Hier auch ganz, ganz viele Spielerbanner. Finde ich alle super cool, aber ich bin immer noch eher ein Freund von dem gratis Lamborghini-Banner, den man bekomme. Also wegen den Spielerbannern würde ich es jetzt hier nicht verkaufen. Also hier gibt es natürlich auch ein paar coole, aber gerade die Lackierungen sind echt manchmal richtig, richtig cool. Also hier gerade jetzt hier beim Toyota die M&M-Lackierung. Ah, perfekt. Hier beim Toyota gerade diese M&M-Lackierung oder auch die Mackes-Lackierung sind schon cool. Sowas gibt es halt woanders nicht. Und das ist schon geil. Allgemein, wenn M&M mich sponsern will, ist ein Link in der E-Mail-Adresse, ist in der Videobeschreibung. Nee, Leute, wirklich. Also, ihr müsst, glaube ich, jeder für sich selber wissen, wenn ihr Nesca nicht feiert, ihr müsst wirklich abwägen, dass noch geilere Events in Zukunft kommen. Also gerade meiner Meinung nach, das Formel 1 Event ist meiner Meinung nach ein bisschen höher als Nesca und das wird auch 2000 Credits kosten. Also weiß ich nicht. Wenn ihr die 2000, wenn ihr gerade so 2000 Credits habt, würde ich es wahrscheinlich eher nicht kaufen. Aber wenn ihr genug Credits habt, dass ihr sagt, yo, ich kaufe mir das Nesca und das Formel 1, dann macht es, Ich finde es sehr, sehr cool. Also gerade die ganzen Autos, wie jetzt zum Beispiel der Chevrolet, aber auch der Mustang, auch gerade, ich habe auch gelivestreamt, die richtig, richtig viele Leute haben auch den Toyota extrem gefeiert. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen von den drei Autos ihr am geilsten findet. Meiner Meinung nach immer noch den Mustang, hier mit der Lackierung. Ich bin ein bisschen verliebt. Ich finde es sehr, sehr cool. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr euch da irgendwas kauft, dann tragt da super gerne meinen Creator-Code
ClashTalksYT ein, supportet mich damit noch ein bisschen kostenlos und ermöglicht mir, dass ich vielleicht irgendwann mal meinen Creator-Code auszahlen kann. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei ca. 50% der Auszahlung. Wenn wir da die 100% hätten, wäre sehr, sehr cool. Dann können wir geile Turniere davon machen. Deswegen unterstützt mich da kostenlos mit, aber unterstützt auch andere. Aber Hauptsache, irgendwelche geilen kleinen Streamer, aber viele vergessen da echt einen Creator-Code. Die sind dann so aufgeregt und wollen den direkt kaufen und vergessen da irgendeinen. Ihr könnt auch den von CobrickLL oder Martin24 auch noch gerne eintragen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, was ihr nicht vergessen dürft, es gibt auch wieder ein kostenloses Item. Es gibt hier diese Spur, diese Nesca-Spur. Finde ich ganz okay. Also gerade zu dem wirkt sie sehr, sehr cool. Gerade zu dem Nesca-Auto wirkt sie sehr, sehr cool. Ich kann euch gerne auch nochmal den Sound von dem zeigen. Ich glaube, das könnte einige auch nochmal interessieren. Ich finde, es hat so einen kleinen... Ich finde, es hat was Besonderes. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Oh, ich finde es sehr, sehr geil, wirklich. Ich finde es super cool. Auch beim Fahren jetzt hier. Hört sich sehr, sehr cool an. Ich finde, im Vergleich mit dem Lambo-Auto, ist ein bisschen schwächer. Aber ist halt auch ein Rennwagen, so. Und dafür ist er sehr, sehr cool. Schreibt da auch gerne eure Meinung zu in die Kommentare. Also, wie gesagt, als kleines abschließendes Fazit nochmal gesagt, ich glaube, jeder muss für sich selbst entscheiden, ob es ihm 2000 Credits wert ist. Man kann nur sagen, man kriegt für seine 2000 Credits echt sehr, sehr viel. Das heißt, ihr bekommt 3 Autos, sehr, sehr viele, Lackierungen, wobei man dabei sagen muss, dass man wirklich mit Lackierung spielen muss. Das heißt, du kannst es jetzt nur mit den vorgesehenen Lackierungen spielen. Das heißt, du hast immer 4 Lackierungen, die du dafür auswählen kannst. Die Lackierung selber, also die Farben kannst du nicht ändern. Du kannst keine Reifen dazu ändern. Du kannst wirklich nur diese Goodyear Racing, wobei ich die sehr, sehr cool finde dazu. Also du kannst den Boost kannst du natürlich, Dachaufsatz gibt es auch nicht. Und die Antenne, den Torexplosion kannst du natürlich auch wieder auswählen. Und hier die Spur, da habe ich jetzt einfach immer die Nesca genommen. Ich kann euch hier mal meine 3 Favorite Setups zu den jeweiligen Autos zeigen. Also für den Ford Mustang ist auf jeden Fall das Schwarze hier mit der 10. Bei dem Chevrolet Camaro ist es auf jeden Fall die hier. Ich glaube, das war die 1, heißt der hier. Ja, genau, die 1. Und bei dem Toyota ist es auf jeden Fall das M&M. Ich finde die Farben hier sehr, sehr cool. Sonst viele werden wahrscheinlich auch das Meckers-Ding spielen. Ich finde das M&M sehr, sehr cool. Ja, Leute, also wie gesagt, ihr entscheidet wahrscheinlich selber. Viele von euch, wenn ihr den Rennsport feiert, ihr müsst euch halt wirklich klar machen, dass es nur ein einziges Mal im Shop ist. Das heißt, es wird dieses eine Mal kommen und danach nie wieder. Das heißt, wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr die jetzt auch kaufen. Danach, wenn ihr nie wieder in den Shop kommt, genauso wird es dann auch bei dem Formel 1 Wagen sein. Das heißt, wenn ihr euch auch lieber den Formel 1 Wagen gönnen könnt, aber ihr zum Beispiel nur eins gönnen könnt, weil ihr nur 2000 Credits habt, dann müsst ihr halt schauen, jo, feiere ich Formel 1 mehr, feiere ich vielleicht die Nesca Series mehr. Für mich, ich werde mir beide gönnen, alleine für euch, um euch hier geilen Content liefern zu können. Dafür würde ich mich super, super doll auch nochmal über ein Like und Abo freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, dann war es das jetzt mit dem Video. 2000 Credits, ja oder nein? Schreibt gerne rein in den Chat, ob ihr euch den gekauft habt. Und wenn ihr euch den mit meinem Creator-Code kauft, markiert mich super gerne in eurer Insta-Story. Ich werde dann alles reposten. Kuss geht raus, Leute. Danke für euren ganzen Support. Danke auch nochmal für den geilen Livestream, den wir zusammen hatten. Haut rein und ciao. Ciao. Ich hab meine Lippen, denn die Knie von meiner.